Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 auf der Nordfrischmarsch vierfach. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ja, in der letzten Folge sind wir ja beim Strohsammeln stehen geblieben. Das habe ich inzwischen in der letzten Folge abgeschlossen. Und ja, heute müssen wir bei den Feldern wieder weitermachen, beziehungsweise Kalken, Düngen und dann wieder ansehen. Und ja, wenn ihr jetzt keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr jetzt gerne den Kanal abonnieren. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Ja, vielen lieben Dank. Unter dem letzten Video haben ein paar nette Kommentare hinterlassen und ja, da wollte ich mich noch einmal bedanken bei denjenigen. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir jetzt endlich los. Der ist, glaube ich, jetzt da mit Düngen beschäftigt noch und ja, genau, der muss noch düngen. Und dann haben wir noch die Felder, die müssen wir jetzt auch mal schauen, was die brauchen. Ich glaube, die müssen angesetzt werden. Dafür schnappen wir uns gleich einmal den Fendt, der was beim Ladewagen ist. Ja. So, na, komm. Ja. Dann schnappen wir uns die Haarspantel jetzt hinein. Und dann haben wir mal. Jo, jetzt müssen wir mal schauen, was wir für die Tiere brauchen. Die brauchen nur Ding. Heu. Und die brauchen Sonnenblumenraps. Raps würde ich ansehen. Jo. 1400, ja, das brauchen wir eh dann für die Dünger, für die Dieselproduktion. Was bringt jetzt Raps bei den? Das bringt 20%. Dann würde ich sagen, machen wir das auf das kleine Feld. Aufs Feld 20. Und ja, dann ich schon einmal dort beim Curseplay den Ding aus. So, dann machen wir da mal hin. Dann machen wir das Autodrive-Fenster zu. Und dann würde ich sagen, geht's eigentlich schon wieder los mit dem Feldarbeit. Ah, so ist verdreht. Naja. Hey, was habe ich jetzt gesagt? Und du bist fertig in 12 Minuten, das passt. Dann schauen wir gleich mal weiter. Unser Gedöns da. Schalten wir mal aus, weil sonst kenne ich mich gar nicht aus. Jo, was haben wir da noch zu machen? Wie schaut es denn mit der Wiese aus? Die ist erntereif. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns dann einmal den Dings da. Ist doch jetzt schon auf der Wiesn alles fertig gedüngt. Jo, schaut so aus. Ja, es passt schon. Dann würde ich sagen, stellen wir den hin. Mit dem Düngestreuer. Klappt man zusammen. Und dann würde ich sagen, holen wir uns den anderen. Oder holen wir einmal das Schneidwerk an. Schneidwerk sage ich dich. Das Mähwerk. Oder machen wir das mit dem anderen? Lass mir mal kurz überlegen. Ich glaube, das machen wir dann mit dem. Da hängen wir den Ladewagen an und beim anderen. Den Schwadermanni und dann beim Case, der was dort bei dir steht, hängen wir dann das Mähwerk an. Na, no, jetzt fast einpacken. Wie wird's jetzt?
Ja, dann war es das neue Profi ist wieder am Start beim Einparken. Jetzt klopp ich es aus auch noch. Eieiei. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, wie bei euch momentan das Wetter ist, weil bei mir hat es momentan Außentemperatur von 12 Grad und es ist, naja, ein bisschen Sonne. So, würde mich interessieren und jetzt an, wo fahre ich denn endlich hin? Ich wollte den links holen. Den Ladewagen, dann werden wir doch schnell das andere machen. Das kleine Feld machen wir, glaube ich, Heu oder was. Und dann das große machen wir Hälfte noch Heu und oder ganz Ding. Und den Rest schmeißen wir in Ferment ein. Jo, den lassen wir, glaube ich, mähen. Jo, den machen wir mal den Schneidbalkon kuppeln und dann machen wir weiter. Oh. Uiuiui. Oh, ich schätze mich weg. Oh, das ist dann gut. Ja. Profi ist wieder am Start heutzutage, Alter. Nein. Schau. Oh, jetzt haben wir mal. Ist wieder offen. Oh. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zuerst so auf das kleine Feld neben aufs Feld 34. Dann nehmen wir einmal das. Oh, da machen wir da jetzt weiter. So, ja, dann nehmen wir das einmal schnell. Oder lassen wir den Helfer mal hin. Und drauf handeln. Ich mache jetzt einmal die Bahn fertig. Und dann schauen wir weiter. Na, Kollege. Oh, jetzt passt. Los, machen wir den Helfer machen. Der ist fleißig dabei. Holen wir den schon einmal. Der Komposter tut auch noch den Stroh verarbeiten. Dann müssen wir jetzt noch den Schwader holen. Dann gehen wir den Schwader holen. Schaut eigentlich auf dem anderen Feld aus. Das ist fast fertig gedüngt. Oder ist gedüngt. Und ja. Die Tiere sind auch noch versorgt. Jo. Ah.
Stellen wir den einmal da auf. Aber das dauert ja noch, der da fertig ist. Was macht denn der Kollege da? Oh, den können wir sogar. Oh no. Warum habe ich das? Wow. Wo kann man denn den einstellen damit? Naja, schreibt es mal gerne in die Kommentare, wo man das einstellen kann, damit er das in ein Schwarto blickt. Weil dann braucht man das nicht. Badern. Naja, jetzt müssen wir halt badern, das macht ja nichts. So. Dann, wie schaut es denn da bei der Düngerproduktion aus? Oh, da sind schon 18.000 Dünger drin. Der braucht Gülle. Ich weiß aber halt noch immer nicht. Oder der Dünger. Wo ist der Trigger? Das muss ich jetzt einmal testen. Das müssen wir jetzt mal testen, ob ich jetzt endlich da mal ein Ding rauskriege. Eine Gülle für die Düngerproduktion. Das bin ich jetzt gespannt. Ja, beim Schweineding kriege ich es also nur da und nicht bei den Kühen. Ich weiß auch nicht. So, jetzt wird's. Wenn wir jetzt gerade hinterschieben. Ich krieg da kein Gülle raus. Ich verstehe das nicht. Die haben 10.600 Gülle drin. Oh Mann. Aber ich sehe kein Schalt dabei, ich weiß nicht, was soll. Ich weiß echt nicht. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, was ist. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal da. Ja. Ey, du musst aber schön hinterfahren, oder? Nein. Der ist bald fertig, der braucht nur mehr 2 Minuten. Und ja, dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Ich hoffe, es hat euch die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr jetzt gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.